So, dann der Bastelzeit. Und ich bin mir noch nicht so sicher, ob das heute, was wir gleich sehen werden, einfach nur Gadget zerlegen ist oder ob da eventuell noch so ein bisschen mit reinspielen wird. Kurz zum Hintergrund, weswegen ich hier sitze. Ich habe einen Dokumentenscanner, der ist recht alt, klappt aber noch recht zuverlässig unter zwei Einschränkungen. Einschränkung 1, man sollte ihn möglichst nicht ausschalten, denn vor allem Einschalten, irgendwo ist ein Papiersensor, der ein bisschen spinnt und er sagt die ganze Zeit an Papierstau, da muss man so lange aus- und anschalten, bis dass er irgendwann geht, ist nervig. Und das zweite Problem, bei Papierstau kommt es teilweise zu Kommunikationsfehlern und was man da machen muss, ist das USB-Kabel ausstecken, wieder einstecken, dann klappt's. Sache ist, USB-Kabel bei mir ein- und ausstecken, das muss man erstmal finden, ist nervig. Außerdem, hey, wieso abnutzen? Das muss doch besser gehen. Meine erste Idee, das war dann hier sowas, das ist einfach ein USB-Hub, wo man umschalten kann, an- und ausschalten kann. Die gehen aber nur hin und machen die Stromleitung an und aus und naja, der Scanner, der hat halt seine eigene Stromversorgung, von daher bringen die wahrscheinlich nicht ganz so viel. Ich habe mich dann noch so ein bisschen umgeguckt und bin auf die Idee gekommen, hey, es gibt doch so Umschalter, wo man zwei Rechner an ein Gerät machen kann. Und so einen habe ich mir mal bestellt. Ja, ein Share Switch. Und wieso ich eben gesagt habe, ich bin mir noch nicht sicher, was da rauskommt. Naja. Das klingt hohl. Gucken wir mal, was wir bekommen haben und wie kaputt das Ding ist. Gerade hier zum Aufbau steht nicht wirklich was drauf. Anscheinend ist die Packung für gefühlt 200.000 verschiedene Modelle. Im Endeffekt, wir haben einen Eingang, wo der Scanner dran kommt und dann zwei Ausgänge für zwei Rechner. Und dann kann man hin und her schalten. Und ich gehe davon aus, wenn der hin und her schalten sagt, meint er alle vier Kabel von USB 2. Das heißt also, ja, Ground, VCC, Data Plus und Data Minus. So, was kriegen wir denn Schönes? Okay. Das gefällt mir nicht. Mal gucken, was... Doch, es ist am Stück. Ah, das hat so geklappert. Hier ist irgendwie... Ja, der Knopflose. Okay, das kriegen wir, denke ich, hin. Ja, viel haben wir da nicht. Wir haben hier den In-Out, wir haben A und B. Und die Info, wenn wir draußen stehen haben, ist A gewählt. Wenn wir reingedrückt haben, ist B gewählt. USB 2, ich fürchte auch nur von der Anzahl der Datenkanäle oder der Kabel. Sicher nicht von Dämpfung und Co. Und haben wir auf der anderen Seite hier die Verbindungen zwischen zum Rechner mit den guten alten USB-B, ja, B-Steckern oder Buchsen hier in dem Fall. Viel dürfte es nicht sein, also gucken wir mal ins Innere, ob sie hingegangen sind und wirklich eine Elektronik drin haben, die hier umschaltet. Oder ob das, was hier rein und raus geht, einfach ein Knopf ist, der tatsächlich alle Kanäle, die sie umschalten, am Stück nimmt und dann entsprechend auf das andere, auf den anderen Rechner rüberhebt. Wir haben auf der Unterseite schon zwei Schrauben erspäht, also Schrauben können natürlich bei mir nicht lange drin bleiben. Machen wir mal auf, gucken, ob das dann auseinander geht. Interessanterweise nur auf einer Seite. Auf der anderen geklippt. Jo. Und da sind wir. Und ja, der Schalter sieht schon so aus. Es ist tatsächlich einfach nur ein Schalter mit jede Menge hin und her geschalten. Das heißt, wir müssten 4, 8, 12 Pins haben. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jo, kommt hin. Das heißt, wir haben vier Stück vom Eingang, die gehen auf den Schalter. Und der schaltet dann um zwischen dem ersten Satz und dem zweiten Satz. Und das war's. Was man hier eventuell sehen kann? Nee? Okay. Ich wollte gerade sagen, Ground ist verbunden, aber auch nur so mäßig. Der Ground von den Pins, der ist nicht miteinander verbunden. Der wird tatsächlich geschaltet. Lediglich die Schirmung wird überall durch verbunden. Was man allerdings auch sehen können,
hat hier irgendwie pro Buchse anscheinend mal einen gelötet. Ja, Spartblödsinn. Nun gut, ich hoffe einfach, dass das für meine Zwecke hier reichen wird. Das sollte eigentlich aber der Fall sein. Ich glaube, das Problem ist eher der Scanner. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob der USB 2 wirklich kann oder ob das irgendeine USB 1 Variante ist. Sind halt dann doch im Zweifelsfall größere Datenmengen, die bei so einem Scanner rausfallen. Und ich weiß, dass der hier sehr viele Pausen sich gönnt, um dann dafür zu sorgen, dass die Daten dann doch mal bis zum PC übertragen werden. Na gut. Können ja gleich mal drauf gucken, was mein Rechner sagt. Da müsste eigentlich erkennbar sein, ob das USB 2 oder 1 ist. Ich schätze auf irgendein 12 Megabit Highspeed-Signal. Und ja, auch wenn hier drin absolut nichts ist mit irgendwie Längenabgleich oder gar Twisted Pair-Schirmung oder sonst irgendwas, es wird in der Praxis wahrscheinlich reichen. Ja, gut, das war weniger als erwartet. Geht an und aus. Hey, müsste eigentlich das tun, was es soll.